the next presentation will be given by Claudia Agosti, and it's called Analyze the Facebook Algorithm and Reclaim Data Sovereignty. Hi, all. Thank you. Analyzing Facebook Reclaim Algorithm. That is Guten Tag, willkommen zum Vortrag Facebook Algorithmus analysieren und die eigenen Daten zurückfordern, die Hoheit über die eigenen Daten. Mein Name ist Claudio. Wegner ist mein Nick auf Twitter. Du kannst mich auch unter den Hashtag hier finden. Und natürlich das Material für die Vorlesung. Das Projekt ist Facebook Tracking Exposed. Da gibt es keinen .com, da gibt es kein .net. Das ist .exposed. Und wir haben diese Methode angewandt auf Facebook, aber es kann auf andere Plattformen auch angewandt werden. Auf alle Plattformen, die deine persönliche Wahrnehmung der Realität behandeln. Das kannst du auch mit der Google Search Engine oder Twitter auf Twitter anwenden, diese Methodologie. Aktuell konzentrieren wir uns auf Facebook. Ich bin mir ziemlich sicher, dass in diesem Publikum viele nicht in kein Facebook-Account haben. Und das ist auch gut so. Aber was wir zeigen wollen, ist, dass der Algorithmus einen Einfluss hat darauf, wie die Öffentlichkeit die Wirklichkeit wahrnimmt. Die Umwelt. Wenn du denkst, du bist frei von Facebook, die Gesellschaft um dich drumherum ist es nicht, also denk nochmal drüber nach. In 2014 hat Facebook gezeigt, wie der Algorithmus soziale Kontrolle ausübt. In dieser Veröffentlichung von Facebook haben sie 600.000 Nutzer als Experiment herangezogen, haben sie in die Gruppen eingeteilt. Die Hälfte haben den normalen Newsfeed gesehen. Außer Inhalt mit negativen Gefühlen oder negativen Konnotationen. Sie wussten, wie die Leute sich verhalten haben, bevor das Experiment vergangen hat. Und dann haben sie nachgewiesen, dass sie ihr Verhalten verändert haben. Es ging nicht darum, also nicht nur zu detektieren. Also es wurde kein Content entfernt. Man kann natürlich zu Seiten von Leuten gehen und gucken, was sie veröffentlichen, aber Leute und Anwendungen haben einen Wettkampf um unsere Aufmerksamkeiten. Also was in unserem Newsfeed nicht auftaucht, das hat einen Einfluss. Also man kann sozusagen Inhalte besonders bevorzugen oder nicht. Okay. Wir haben hier dieses Fashion Movement, das darum ging, dass schwarzes Leben was bedeutet und wertvoll ist. Und im Facebook Newsfeed ist nichts davon aufgetaucht. Das ist es zeigt, wie Dinge priorisiert werden. Das hat vielleicht auch politische Implikationen. Leute, die von dem Thema Bescheid wissen, können natürlich einen Einfluss haben. Und noch etwas Beängstigenderes ist die Geschichte von Karen Viano. Sie hat mit Freunden geschrieben und einer musste ins Krankenhaus und er hat geschrieben, dass er im Krankenhaus ist und eine Operation hat und diese Person ist dann im Krankenhaus gestorben bei der Operation und sie haben es einen Monat später rausgefunden und haben dann irgendwie die Freundschaft beendet. Okay, man kann hier seinen eigenen Newsfeed angucken und natürlich kritisch hinterfragen und vielleicht auch beurteilen, aber was wir wirklich brauchen, ist unsere Daten. Facebook benutzt Algorithmen, um zu steuern, wie die Plattform benutzt werden kann. Ein Jahr später
nach der ganzen Kritik an Facebook und die 2016 Kampagne des Einflusses von Facebook bezüglich Brexit, gab es diese Entscheidung. Ich werde unsere Deadlines ändern, ich werde euch helfen, relevante Informationen zu finden und bedeutendere Interaktionen durchführen. Aber wie kann er denn wissen, was eine bedeutende Interaktion, eine bedeutende Beziehung für mich ist? Man kann natürlich Sachen, die können mir Sachen geben, die natürlich für mich was bedeuten, aber das ist nicht okay. Der Nutzer sollte in der Lage sein, den eigenen Algorithmus zu haben und alleine entscheiden können. Also eigentlich sollte man selber derjenige sein, der den Algorithmus unter Kontrolle hat. Es geht also darum, für Algorithmen verantwortlich zu sein. Das ist eine nicht komplette Liste von Open-Source-Projekten und akademischen Gruppen, die sich damit beschäftigen. Manche davon sind Monopole. Wie kann man die erkennen? Ja, ich weiß es noch nicht, aber ich weiß nicht, ob die unternehmensfreundliche Politiken umsetzen oder nicht. Es gibt auch noch keine Informationen darüber, nur die eigenen Publikationen und Analysen. Und wir müssen anerkennen, dass die Macht bei Facebook, Google oder bei anderen Monopolen liegt. Und wir fordern mehr Transparenz. Aber sie behalten die Macht immer noch im Zentrum des Netzwerks. Und wenn wir fragen würden, dass die Leute am Rand des Netzwerks mehr Macht bekommen, dann wäre das politische Umverteilung, das ist das, was wir tun. Das wurde vor 10 Tagen im Guardian veröffentlicht. Und sie zeigen, dass die Debatte über Algorithmen ist immer noch nicht informiert genug. Und hier wird, ja, wie italienischen Populisten Facebook benutzt haben, um Macht zu gewinnen. Das erste ist, die einzige Weg, die Wahl zu gewinnen, ist auf Facebook zu gewinnen, sozusagen. Und sie denken, dass Facebook der Ort ist, wo man sein muss, aber das stimmt nicht. Und Interesse scheint den Sieg zu implizieren, aber das ist auch nicht der Fall. Das könnte so scheinen, dass es ein tatsächlicher Weg ist, um Interesse zu gewinnen, und dass es wie eine Firma wie Cambridge Analytica auf den Plan kommt, weil sie die Daten ausnutzen und sagen, guckt her, ich kann ja eure Interaktionen verbessern, weil ich Kontakt zu vielen Nutzern habe. Und das ist ein Weg, und ich mag diese Analyse nicht. Und die dritte ist, ja, Interaktion ist die Summe aus Likes, also geteilten Inhalten und Kommentaren. Und Engagement, also ja, Interesse sozusagen ist eine Summe aus 3 anderen Werten. Und wenn man ein großes Netzwerk an Leuten hat, die eigene Nachricht teilen, dann hat man natürlich viel mehr Content, also viel mehr Inhalte und auch eben viel mehr Verbreitung und viel mehr Einfluss. Und Facebook bevorzugt bestimmten Content, bestimmten Inhalt gegenüber anderen. Und wenn sie wirklich daran interessiert sind, dann werden sie sich auch mehr dafür interessieren und mehr dafür einsetzen. Aber wie kann man eine absolute Zahl des politischen Interesses des Nutzers finden, die diese verschiedenen Werte repräsentiert? Und die Metrik des Systems, was zu einem gegeben wird, ist, man spielt in seinem eigenen Sandkasten. Ja, weil man hat quasi schon von Anfang an verloren. Wir können das jetzt als einzelne Komponenten anschauen. Das erste ist, Content zu produzieren auf Facebook. Also jeder, der was auf Facebook publiziert, politischen Inhalt oder verschiedene Artikel oder auch unabhängige Einträge,
dann der Facebook-Algorithmus und dann eben auch die Leute, die das lesen. Normalerweise sind die Leute, die das den Inhalt produzieren, werden von einer der Autoritären, also von einer Firma oder sowas kontrolliert, um das zu analysieren. Und Facebook ist die Variable, die wir jetzt hier rausziehen müssen, und dann haben wir was die Leute haben wollen, was die Leute reden wollen, das ist lesen wollen, das ist das, was von Interesse ist. Facebook ist ein passiver Akteur in dem Das sind jetzt nicht Demokraten oder Republikaner oder die sind wahrscheinlich ihre eigene Identität, die ihre eigenen Interessen vertreten. Hier in diesem Beispiel sieht man einige Seiten, dargestellt durch unterschiedliche Farben. Sie haben vielleicht auch unterschiedlichen Inhalt, 5 Texte, 2 Videos. Die gehen alle in die schwarze Kiste, Blackbox Facebook. Und werden unterschiedlich personalisiert. Da wird manches beworben und Facebook entscheidet Prioritäten. Wir wollten das veröffentlichen, herausarbeiten, was das für einen Einfluss auf die Gesellschaft hat. Insbesondere den negativen Einfluss. Um das zu tun, haben wir Beweise gesammelt. Es geht darum, wann werden Sachen mehr als einmal versteckt oder promotet, bevorzugt. Dieses Logo kannst du sehen, wenn in deinem Browser das Tool läuft, und dann siehst du, was Facebook für dich zusammenstellt. Das ist natürlich schwer, weil da kommt eine Riesenmenge Daten, aber was soll man damit tun? Das ist ein Blackbox-Test, deswegen müssen wir die Variablen reduzieren, die Variablen, die wir kontrollieren können, sind reduziert. Wir starten also mit 0 Freunden. Wir greifen zu selben Zeitpunkten zu, während der italienischen Wahl. Und dann haben wir dieselben Seiten angeguckt, die politische Sprachen und Reden beendet haben. Ein Nutzer hat in der Mitte links geliked, das andere ganz außen rechts. Und ihr seht das hier, Oliviero, der Pinke, war unentschlossen. Dieser Benutzer hat nichts geliked, es war einfach nur passiv, er hat einfach nur passiv gefolgt. Sie haben keine anderen Aktivitäten gemacht, als angucken, was Facebook für sie ausgewählt hat. Sie wurden durch einen Autoscroller kontrolliert. 13 Mal am Tag, von 7 bis morgens bis 7 abends, haben sie sich einmal in der Stunde angemeldet, ein paar Posts gesammelt und dann den Beweis gesammelt. Und das haben wir für 3 Monate gemacht. Und dann haben wir unseren ersten Vergleich gemacht. Wir haben alle Variablen unter Kontrolle für diesen Moment. Wir können also überprüfen, ob Inhalt, der deine Zeitlinie ausmacht, denselben Typ haben. Was ist ein Typ? Fotos, Posts oder Videos. Und dann kann man sehen, mit ein paar wenigen Likes, mehr oder weniger. Santiago hat zum Beispiel 60% Posts und 40% Fotos bekommen. Michael hat das meist Rechte geliked und hat 38% Posts und 54% Fotos bekommen. Also, und das ist schon ein Unterschied. Das sind dieselben Seiten. Das ist eine unterschiedliche Erfahrung. Andrea am sozusagen rechts, der hat den meisten Text bekommen. Das ist natürlich ein Unterschied, die Art von Medien, der du ausgesetzt bist. Hier zum Beispiel ein Tag. Und das sind alle Zugriffe am 9. Februar. Von 7 bis 4 Uhr. Und man kann sehen, dass es größere Unterschiede gibt. Aber es ist irgendwie immer das Gleiche.
looks like Facebook. Es sieht ein bisschen so aus, als ob Facebook hinter dem Vorhang manche Komponenten so gesetzt hat, manche sozusagen deine Diät zusammenstellen, persönliche Diät von Informationen. Wir haben also eine Metrik entwickelt, um diese Daten zu vergleichen und den Algorithmus zu verstehen. Das haben wir angewendet, auch an unsere eigenen Profile. Wir wollten rausfinden, warum hat Andreas so viel Text bekommen oder Michele so viele Bilder. Dieses Beispiel, was wir analysiert haben, wo wir uns analysiert haben, wir haben natürlich anonymisierte Benutzernamen, in dem Fall Apaya Shawaya Ice Cream. Der hat viele Poster, Text und ein paar Fotos bekommen. Ein anderer Nutzer hat Videos und Posts bekommen. Pasta Paraguay Chocolate hat Poster und Videos bekommen, Posts und Videos bekommen, gesehen. Die werden also, wir haben also nachweisen können, dass der Algorithmus manche Leute unterschiedlich behandelt. Und die Metrik ist, wie häufig dieselben Posts wiederholt werden, wenn man Facebook eröffnet. Nach einer Stunde in unserem Fall oder in der Praxis wann anders. Facebook wird vielleicht die Zeitlinie ändern und dir ältere Posts zeigen. In diesem Graph sieht man am linken Spalter, wie oft die Sachen angeschaut wurden. Alles wurde mindestens einmal angeguckt und kleinere Mengen wurden zweimal angeschaut. Also für zwei Timelines war dieser Post mindestens anwesend. Und dann sieht man Andrea am rechten zum Beispiel. Der hat viel mehr neuen Content bekommen. Also nur 30% der Artikel konnten überleben. Ältere Posts wurden nochmal wiederholt. Andere Nutzer hatten ein anderes Verhalten. Vielleicht ein Gleichgewicht. Alles, was irgendwie als interessant für dich behalten wurde. Das wurde zwischen dem 8. Februar und dem 14. Februar genommen und das ein paar Wochen später. Weil der Algorithmus sich immer wieder verändert. Das ist auch interessant, wenn man sich diese Phänomene zu verschiedenen Zeitpunkten anguckt und sich dann anschaut, wie sich der Algorithmus in den Zeiträumen verändert hat. Aber dieser Algorithmusmonopol ist ein Problem auch für die Leute, die auf der Plattform investieren, weil es von der Plattform Algorithmus abhängt, den Content zu verbreiten. Ja, wir nehmen uns drei große Publikationen aus Italien. Einmal das Il Giornale, dann Il Fatto Quotidiano und die La Repubblica. Und was wir hier sehen ist, dass wir sehen nur die Menge an Content, die sie publizieren während der Kampagne. Also Il Giornale publiziert viel, viel mehr als die La Repubblica, auch weil sie viel mehr Leute haben und weil sie auch verschiedene Arbeitsverhalten haben, wie an Facebook die Daten gesendet werden. Ich weiß es nicht genau. Dann können wir annehmen, dass wenn wir also auch wie die Follower den Content wahrnehmen. Also die Anteile sollten gleich sein, oder? Wenn man jetzt annimmt, wenn man die Filterbubble als ein binäres Konzept annimmt, dann würde man denken, dass der Nutzer, der den grünen Content als mit Likes versehen hat, dann wird der Nutzer auf der rechten Seite wird nur den Content von der regionale Seite bekommen, also nichts von den jeweiligen anderen. Aber in der Realität ist es viel, viel komplexer als so ein einfaches System. Wir können zum Beispiel sehen, dass obwohl La Repubblica das Medium war, was am wenigsten Posts veröffentlicht hat, also obwohl sie diejenigen waren, die am wenigsten publiziert haben, war es in allen der Teilnehmers in einem großen Anteil vertreten. Il Giornale ist zwar auch in manchen Kolumnen, in manchen Spalten als groß in den großen Mehrzahl vertreten, aber in anderen dafür kaum.
Und jetzt nochmal ein anderer Zeitraum vom 19. bis zum 26. Februar. Da ist es deutlich extremer geworden. La Repubblica ist in jeder Timeline. Aber derjenige, der die Grünen, also El Giornale, geliked hat, hat er deutlich wenig Content bekommen. Und Britta hat eine Filterbubble, die viel, viel mehr Content von allen drei Publikationen enthält. Und es ist interessant, dass, wenn man sich diese Ergebnisse in Italien publiziert, sie wissen, dass die Medien sie manipulieren und sie versuchen irgendwie eine Rechtfertigung. Und ja, sie sagen, dass La Republik, dass Il Geniale viel Spam-Content veröffentlicht und deshalb dafür bestraft wird. Und ja, aber nur Facebook selbst weiß es wirklich. Und La Repubblica ist eine bipartisanische Quelle, wird viel besser dargestellt und ist viel zentraler, wird in der politischen Mitte dargestellt. Und der Algorithmus reduziert die Vielfältigkeit der Gesellschaft durch die Reduktion der Quellen. Und eine andere Erkenntnis ist, dass La Repubblica ist verbreiteter als die anderen. Und in 2018 die drei wahrscheinlich größten Nachrichtenmedien, Cristiano Ronaldo, Vin Diesel, also und so weiter, weil sie am meisten Likes bekommen. Das ist nicht gut. Es sollte nicht danach beurteilt werden, was am meisten Likes enthält. Also Facebook sollte das irgendwie mal überprüfen, dass da wieder die Verteilung stattfindet. Ja, wir wollen nicht nur Reports und Analysen veröffentlichen, wir wollen die Massen ja daran verstärken, sich zu verhalten. Und in conversation with God. Ja, das Galileo Galilei, der Erfinder, was der die Massen dazu befähigte, die heliozentrische Theorie zu überprüfen, wird von der romanischen Inquisition angeklagt, weil der Kirche das nicht gefallen hat. Und ja, wie sieht das heutzutage aus mit Google, die unsere Erweiterung herunternimmt, weil sie das Tracking davon nicht mögen? Also es ist im Prinzip nicht viel anders als damals die romanische Inquisition, die Galileo Galilei angeklagt hat. Genauso wie heute mit unserer Browser-Erweiterung, die von Google gesperrt wurde. Und wir müssen uns eine andere Verbreitungsmethode wählen, weil sonst sind wir von Google immer abhängig und können gesperrt werden. We want to advocate for an open approach. Ja, wir wollen für einen offeneren Ansatz argumentieren, damit Leute beeinflussen können, was in deren Leben einen Einfluss auf deren Leben hat. Und ja, es ist eine ziemlich einfache Sache. Wenn wir über Privatsphäre sprechen, bevor Snowden in Europa, haben wir das, wurden wir nur als paranoid betrachtet. Und algorithmischer Einfluss wird heutzutage auch als paranoid eingestuft, bis man vielleicht irgendwann mal einen anderen großen Skandal erhält. Und lass uns einfach eine einfache Geschichte machen. Man macht eine Analyse über einen bestimmten Zeitraum und man weiß, was da eine Rolle spielt. Und unser Ziel ist, andere dazu befähigen, zu verstehen, wie Algorithmen einen Einfluss auf deren Leben oder auf deren soziales Umfeld haben. Und das ist die simple Methode, die man verwenden kann, ob das für einen relevant ist oder dass das für einen relevant ist. Wenn man diesen Talk anschaut und versteht, was ich sage, dann ist es immer noch nicht genug. Wenn ihr von eurem Leben, aus eurem Lebensumfeld wisst, dass manche Gruppen in Konflikten sind, das ist eine Story, ein Narrativ. Wahrscheinlich werden sie nicht gut behandelt, weil sie häufig eine Minderheit sind und der Algorithmus
wird sie wahrscheinlich deshalb nicht fair behandeln. Und dann können wir helfen, eine Methode auszuliefern, die anderen Leuten dabei hilft, und Algorithmen zu verstehen und zu, ja. Eine andere sehr einfache Methode ist, wenn man die Browser-Erweiterung installiert, kann man das Panel öffnen und dann kann man den Haken setzen, ich bin Teil einer Studie, und dann einfach einen zufälligen Codenamen sich ausdenken, sodass sich alle Leute den gleichen Codenamen da eintragen. Dann taggt man seine Beiträge mit diesem Codenamen und die gesamte Gruppe kann dann ihre Daten gemeinsam analysieren. Also kann man mit einer Gruppe von Freunden machen oder in der Schule, in einer Klasse oder so, oder mit der Familie. The point three is about do not matter if und ja, Fake, also keine Bots, keine Fake-Nutzer, oder ob man das mit seinem eigenen Nutzer verwendet. Man kann das immer verwenden, man kann die Texte immer verwenden, um die Daten miteinander zu vergleichen und eben auch zu verstehen, wie da die Unterschiede sind. Und wenn man die vierte Episode von Staffel 21 von South Park gesehen hat, da wird eine tolle Geschichte erzählt, wie man Facebook herausfordern kann, aber wir sind nicht so cool. Wir wollen nicht, dass ihr Facebook löscht, wir wollen, dass ihr euer Facebook-Profil für Wissenschaft verwendet. Euer Profil ist eine einmalige Möglichkeit, dem Netzwerk Nutzen zu bieten. Du hast Sachen angeklickt, du hast Sachen geliked, du hast interagiert. Es gibt wahrscheinlich keine andere Person wie du, weil Facebook dich profiliert hat, und wir wissen nicht, wie sie dich profiliert haben, aber wir können das als Beobachtungspunkt heranziehen und rausfinden und verstehen, wie sich Facebook verhält. Aber natürlich, wenn wir Daten von Freiwilligen managen, dann müssen wir natürlich die Technologie verantwortungsvoll behandeln, ansonsten sind wir nicht anders als Facebook. Jetzt werdet ihr die ganze Liste von unseren ethischen Commits bekommen, also was wir machen und was wir nicht machen werden. Der erste Punkt ist, Facebook verfolgt, es ist kein Social Media Intelligence. Wir beobachten nur, was im Newsfeed passiert, nicht was in den persönlichen Seiten passiert. Also wenn du facebook.com/ aufrufst, das ist, was wir beobachten. Wir werden nicht irgendwie / irgendwas anderes angucken. Wir werden die Wahl der Leute respektieren. Wir werden nur öffentliche Posts angucken. Wenn Leute Inhalt öffentlich publizieren, dann wissen sie, dass jemand anders das nehmen kann. Und das ist wichtig. Die GDPR verlangt das auch von uns. Wir wollen den originalen Autor in der Situation halten, dass er seine Copyrights behält, wenn es Daten bei Facebook über ihn gibt, auf unseren Servern, und er das entlöschen möchte, dann soll er das auch können. Wir wollen die Zeitlinie, also die Sequenz der öffentlichen Posts, die veröffentlicht wurden, anschauen. Jedes Mal, wenn ein Post eingesammelt wird, kriegt man eine Information, dass dieser Post aufgenommen wurde. Und manchmal auch, wenn der Post nicht eingesammelt wurde. Das ist der Client-Check. Facebook HTML kann natürlich sich verändern. Es ist dann deshalb schwierig, das mit Browser-Erweiterungen zu machen. Die Privatsphäre-Level, die man einstellen kann im HTML und auf dem Server, und die Analyse kann schwer sein. Welche Daten sammeln wir? Alles Öffentliche, nichts, was du mit Freunden tauscht. Wenn du mit Freunden etwas tauscht, was nur Freunde sehen, dann gucken wir das nicht an. Das ist natürlich dasselbe für spezielle Zielgruppen. Das ist der Unterschied zwischen unserem Test und anderen Leute, wie zum Beispiel. In unseren Tests benutzen wir Fake-Profile.
Und wir verfolgen öffentlichen Quellen, Medien und so. Es ist also kein Problem, diesen Datensatz zu veröffentlichen. Wenn wir also auch vor Wahlen Datensätze veröffentlichen, das ist kein Problem, denn sie kommen aus der öffentlichen Domäne. 10 Minuten nur noch? Bist du dir sicher? Oder 15 Minuten? Okay. Okay, ich muss mich beeilen. Ja, ein exemplarisches Beispiel, wie man sich anpassen kann. Es ist sehr schwierig, bedeutende Mechanismen zu implementieren. Und seit dem Dezember diesen Jahres hatten wir Glück. Wir gucken nur dein Profil an und nur wenn du Zugriff dazu hast und nicht wir. Du guckst es. Wir analysieren und aggregieren Daten und du guckst dir nur an. Wir wollen, dass Leute ihre eigenen Richtlinien einstellen können und dass Daten von uns gelöscht werden können, wenn das angefragt wird. Die Browser-Erweiterung generiert einen öffentlichen und privaten Schlüssel. Und dann sammeln wir die Daten ein, die mit öffentlichem Key verschlüsselt wurden, sodass sie die Kontrolle behaltet. Im Allgemeinen sind wir immer für Diskussionen bereit. Als Anpasser kannst du natürlich Erfahrungen mit uns teilen. Das ist ein Beispiel, was wir geben wollen. Michael, der ganz weit am Rechts ist, die Antonietta und Britta, die haben Events angesehen während des Wahlkampfs. Und dann wurden Migranten erschossen. Und wir wollten angucken, wie dieses Event von diesen Leuten gesehen wurde. Das Venn-Diagramm ist die Darstellung. Es kann uns vielleicht auch in der Zukunft dir und deinem Freund und deinem Kollegen helfen, dass ihr euch anschauen könnt, wie ihr unterschiedlich ihr Debatten wahrgenommen habt. Die semantische Systemanalyse sucht nach Schlüsselwörtern in Wikipedia-Einträgen. Das ist eine Möglichkeit, dass wir keine Volltextsuche machen. Wir wollen nur Sachen, die auch eine Seite auf Wikipedia haben und ziehen die heraus. Die Analyse der aggregierten Daten in unserer Datenbank. Wir wollen aber andere in die Möglichkeit versetzen. Wie würden wir jetzt einen Kompromiss finden? Die Idee ist, dass keiner hat Zugriff auf die Datenbank außer wir und wir werden sie schützen, dass wir dafür verantwortlich sein können, ist uns wichtig. Aber wenn jemand interessante Wissenschaftsfragen hat, dann können wir den Datensatz verfügbar machen, um im öffentlichen Interesse darin zu suchen. Das ist natürlich nur dann akzeptabel, wenn du kein individuelles Verhalten veröffentlichst. Wir werden also Fall für Fall entscheiden. Und hier ist ein Beispiel. Wolfie Chrissy hat gefragt, wie viele Posts sind bei Facebook gesponsert? Es fühlt sich so an, als ob jeder vierte Post von jemandem bezahlt wurde. Und wir haben es analysiert und haben die Prozentzahl gesponserter Posts angeguckt, Monat für Monat. Und wir haben nur Zeitlinien, Timelines mit mehr als 5 Impressionen angeguckt. Im Unterschied so zwischen 10% und 15%. Im Februar hat es sich dann verändert. Da waren es dann ungefähr 12%. Is the most likely percentage of ja, genau. 12% auch im März. Im April sieht man einen kleinen Anstieg. Ja. Das ist ein diskreter Code, der ist einfach. Er guckt einfach die identifizierbaren Daten an.
Aber Facebook hat gesagt, wir sind committed, wir wollen uns das Beste für Transparenz tun. Ja, sie haben viel darüber geschrieben, versuchen Sachen zu erklären, aber hinter dem Vorhang sieht man, dass sie ihr Bestes tun, dass dritte Parteien wie wir zum Beispiel verstehen, was da eigentlich passiert. Das ist ein Twitter, wo sie versuchen zu erklären, wie sie eine zufällige Menge von Diffs und Span-Classes aufmachen im DOM. Und sponsored wird zum Beispiel in irgendwelchen Fake-Lettern in der Mitte gemacht. Und es ist ein ganzes Team, das dahinter steckt. Das ist nicht irgendwie zufällig, das beobachten wir schon seit über einem Jahr. Aber jetzt ist es am schlimmsten. Jetzt schreiben sie so Patrocinato, als ob es ein Portugiese wäre. Es ist in jedem Post irgendwie vorhanden. Das ist, um ehrlich zu sein, das sieht aus nach einem schlechten Tag aus für mich. Ich wache morgen auf, ich gucke auf die Statistiken und dann sehe ich, dass unser Dienst nicht mehr funktioniert. Das bedeutet, das HTML hat sich geändert. Wir müssen anfangen, Sachen anzupassen. Also schaue ich es mir an und versuche es zu aktualisieren, weil die Daten, die ich haben möchte, kann ich nicht mehr sammeln. Und dann hoffen wir, dass wir die Daten schnell nachholen können. Aber da scheint es irgendwie ein Grenzfall für freie Software sein. Alles, was wir machen, ist GPL, aber die Parser-Pipeline, ich weiß nicht, ich fühle mich da nicht wohl, das jeden Tag neu anzufassen, immer wieder zu erweitern. Ich fühle mich, als ob Facebook der Jupiter ist, der größte, massive, älteste Planet im Solarsystem, im Sonnensystem, ein Riese aus Gas und wir sind ein kleiner Furz im Weltraum. Mit diesem Machtunterschied, Open Source ist schön, aber wir wollen eigentlich, dass Facebook das zurückgibt, dass sie Vorteile von Open Source haben. Unsere Community, ist sie groß genug, um gegenüber Facebook zu agieren? Ich meine, GPL ist zum Beispiel dafür gedacht, dass sie auch Nutzen davon haben. Es gibt auch noch andere ethische Bedenken, über die man diskutieren kann. Algorithmen möchten vielleicht einen anderen Eindruck vermitteln. Wenn du die Debatten anschaust, die wir haben, dann sieht man viele Gruppen, die gesponserte Organisationen, Politiker, Geheimdienste, die Informationen versuchen zu verhindern, gegen Informationen zu kämpfen und versuchen zu entscheiden, was wahr und was falsch ist. Diese Idee ist konzeptuell falsch. Als ob man dagegen was tun könnte. Wenn man genug Leute hat, die erklären, warum das falsch ist, zum Beispiel eure Community, zum Beispiel diese hier, ihr seid die Leute, von denen ich glaube, die existieren, die das machen können. Es geht immer noch darum, wir haben das Tracking herausgearbeitet. Die Idee hinter den Algorithmen, die Idee ist doch eigentlich, schreib deinen eigenen Algorithmus, dann kannst du deine Prioritäten selber setzen. Im besten Fall haben wir eine Plattform und du machst deinen Algorithmus und für jemand anderen kann es ganz anders aussehen. Ein voll verbundener politischer Bürger kann mitgestalten. Und du kannst völlig unabhängig sein. Du hast deine eigenen Werte, für die du selbst verantwortlich bist. Und für deine Gesellschaft, für deine Handlungen. Aber nichts ist so leicht. Es gibt halt Phänomene wie Polarisation. Die passieren wegen dieser Kommunikation, in der zwischengeschalteten Kommunikation. Das ermöglicht, dass solche Sachen passieren. Wir versuchen, mehr Algorithmen zu haben, eine Algorithmendiversität, denn das sollte mehr ermöglichen. In der Theorie ist es schön, aber wahrscheinlich müssen wir eine informierte Gesellschaft haben, damit wir einen Mittelweg finden. Das ist unsere Botschaft.
einfache, zustandslose Werkzeuge bauen, die Leute über Algorithmen aufklären, idempotente Sachen, die mit von Maschinenlernen benutzen, einfache Variablen, die du kontrollieren kannst, mit denen du spielen kannst. Da gibt es auch politische Experimente in vielen Ländern. Und nach der europäischen Wahl im Mai 2019, wenn du hier guckst, da gibt es einen kleinen Aktionsplan, wie wir damit umgehen wollen. Wir werden nicht nur Bots haben, sondern verschiedene Leute in unterschiedlichen Ländern involvieren lassen, also mit einbeziehen. Wir müssen natürlich auch einbeziehen, dass es einen traurigen Trend gibt in der Politik. Die Leute glauben, dass sie geführte Kommunikation haben, weil sie an diesen Algorithmus denken. Die sozialen Medien sind mächtiger, weil sie entscheiden, wer was gesehen wird von wem. Und das gibt uns viel mehr Gründe, diese Analyse zu machen. Wir wollen sehen, wie dieser politische Content von Facebook behandelt wird. Und etwas, was wir veröffentlichen wollen, eine besondere Ankündigung, ein Tool, das per RSS, also mit RSS-Feeds all den Content veröffentlicht, der mit einem bestimmten Kriterium, nach dem man suchen kann, übereinstimmt. Also der die Daten, die bei uns aus der Timeline gesammelt wurden, die kann man sich dann per RSS abrufen. Also wenn man diese facebook.tracking.expose/feeds/keyword.xml, dann bekommt man alle Posts, die mit diesem Keyword zu tun haben, mit diesem Stichwort. Und natürlich hat man dann jetzt viel mehr Kontrolle mit dem Lesegerät, weil, ja, das ist natürlich auch eine Methode, mit komischen Sachen zugespammt zu werden. Also man bräuchte vielleicht auch nochmal Sprachauswahl oder andere Kriterien. Aber das ist ein Free Software, also das ist freie Software, ein offenes Tool, und wir sind offen für Anregungen und Verbesserungsvorschläge. Und Verbesserungsvorschläge, um diesen Ansatz für einen selbstbeeinflussten Algorithmus, um den mehr nutzbarer zu machen. Also man könnte einfach hiermit anfangen, zufällige oder irgendwelche Sachen von Facebook zu laden. Und ja, das sind sehr, sehr zuversichtliche Pläne. Wir wollen die Datenbank in öffentlichem Interesse halten. Wir wollen auch eben die Möglichkeit haben, die zu analysieren und auszuwerten. Und wir wollen eben beklären, wie Algorithmen schlecht für Nutzer sind. Wir wollen eine Plattform. Facebook.tracking.expose ist bisher eine sehr, sehr schlechte Alpha, aber es passiert was, es bewegt sich. Wir wollen zeigen, wie unsere Technologie im Hintergrund auf den Daten agiert. Wir sind sehr offen für Neulinge. Wir suchen auch immer nach Hilfe, und ja, wir haben auch Assistenten, die sich mit der Einarbeitung von Neulingen beschäftigen. Und ja, ob es möglich ist, irgendwie Crowdfunding zu machen oder Spenden zu sammeln oder sowas, wir würden das gerne tun. Und die meiste Technologie ist in Node.js und in JavaScript, aber das Gleiche kann natürlich auch in Python gemacht werden. Also wenn ihr Wissenschaftler seid, die in diesem Datensatz interessiert seid, der wird in GitHub veröffentlicht, und dann gibt es irgendein standardisiertes Interface, sodass man eine Schnittstelle, dass man darauf zugreifen kann. Ja, normalerweise gibt es einen Applaus am Ende, aber macht diesen Applaus nicht nur mir zuliebe, sondern auch zu allen diesen, ja, Leuten, die dazu beigetragen haben. Danke. Thank you, Claudio. Ja, danke, Claudio. Ich denke, da gibt es sicherlich einige Fragen für diesen hervorragenden Vortrag. Wenn ich keine dringenden Fragen sehe hier... Ah, da ist eine. Mikrofon Nummer 3, bitte. Hi. Danke für den informativen Vortrag.
nicht nur eine Frage nicht nur zu diesem Thema, sondern auch zu einem anderen Aspekt dazu. Es kam es mir unter, dass also in mehreren Fällen, dass Facebook Werbung angezeigt hat, die keinen Kontext zum Browserverlauf von mir oder von meinen Freunden, aber zu Konversationen, die wir im echten Leben oder auch unseren iPhones geführt haben. Also zum Beispiel, ein Freund von mir hat mir von irgendeinem kleinen Dorf in Österreich erzählt und dann hatten wir plötzlich eine Werbung von einem Hotel in diesem Dorf auf Facebook gehabt. Ist das reiner Zufall oder ist es Paranoia oder hast du vielleicht auch schon mal von sowas gehört? Ja, das scheint ein Phänomen zu sein, wenn man nicht nach Sachen gesucht haben oder dass man irgendwie Gründe hat, zu glauben. Ah, okay, Entschuldigung, das war noch die Teil der genau, Frage. Ja. Ja, die Antwort ist, wenn man vor dem Conference bewiesen hat, dass sie nicht zuhören, dann scheint das irgendwie vernünftig zu sein. Aber vielleicht andere Anwendungen hören vielleicht zum Mikrofon und profilieren den Benutzer und diese Profilierung könnte sie dann an Facebook weitergeben. Also irgendwie habe ich die Situation verstanden, aber das geht irgendwie um mobile Sicherheit. Welche Apps hast du installiert und welche von denen würden dich abhören und wo haben die alles Zugriff drauf? Facebook benutzt vielleicht diese Daten als Drittparty-Profil-Service, den sie in ihre eigenen Datensätze integrieren. Ja, ich gebe weiter an Mikrofon 2, bitte. Hallo. Der Nutzer, der den rechtsextremen Content gezeigt bekommen hat mit den vielen Videos, ist es möglich, dass dieser Nutzer einfach mehr Videos angeschaut hat in der Vergangenheit? Also einfach nur eine Erkennung der Typen von Facebook-Posts oder ist es eine tiefere Erkennung von Kommunikationsstrukturen in rechtsextremen Quellen? Wenn ich ehrlich bin, wir haben das nicht verfolgt. Nicht mit aufgenommen. Aber die Likes wurden irgendwie zufällig verteilt, entsprechend der Orientierung. Und da gab es keine Methodologie dahinter. Aber das ist eine interessante Frage, weil wir können eine andere Frage machen mit dieser Idee im Kopf. Also vielleicht ist schon die Quelle sehr voll mit Videos und deshalb kriegt ihr auch mehr Videos angezeigt. Ja, wir sollten darüber nachdenken. Es ist eine Möglichkeit, Theorie. Ja, dann lass uns doch bei Mikrofon 2 bleiben. Hallo. Also, Facebook wird nicht nur dafür bezahlt für Werbung, sondern man kann es auch bezahlen, um bestimmten Posts ja hochzuhalten und eben einen größeren Anteil der Folger zu erreichen. Und da kann man auch ein bisschen auswählen, wie man den Post zeigen will. Ich wollte nur wissen, ob ihr da vielleicht auch irgendwelche Daten aus Sicht der Seiten gesammelt habt, weil da scheint es auch viel zu Daten zu geben. Nee, bisher nicht. Der Punkt ist, dass wir wollten eigentlich nur gucken, was im Newsfeed auftaucht. Das war die Begrenzung. Mehr interpretieren, mehr logisch anschauen, würde Sinn machen, aber das ist eine Entwicklung, die wir bis jetzt noch nicht betrachtet haben. Ja, gibt es vielleicht ein bisschen Input aus dem Internet? Mein Signal Angel winkt schon. Ja, danke. Epi aus dem IRC wollte wissen, wie sollte Facebook deiner Meinung nach diese Situation behandeln? Welche Situation? Was könnte Facebook besser machen? Ah, okay. Interessante Frage, weil unser Ziel ist nicht, irgendwie Facebook zu ersetzen oder das Codewort tauschen. In der Theorie sollte Facebook nur chronologisch maschinenlesbaren Content geben und in deinem Client kannst du entscheiden, was bei dir angezeigt wird oder nicht. Das würde der beste Fall sein. Du würdest Facebook als total neutrale Plattform betrachten, die einfach nur Daten angibt, ohne zu filtern. Und dann würdest du realisieren, dass dein Algorithmus schlecht ist, weil du Phänomene analysieren würdest und in Perspektive bringen könntest. In deiner Gegend, in deinem Inhalt. Du möchtest dann vielleicht andere Quellen hinzufügen.
dass du Nachrichten auch von anderen Sachen bekommst, die automatisch von anderen Richtungen bekommen, die du automatisch angezeigt bekommst. Das wäre also möglich, dass viele agierende Akteure zusammen Einfluss haben, dass man den eigenen Algorithmus anpassen kann, dass man ihn personalisieren kann, teilen kann und erweitern kann. Mikrofon 4, bitte. Ja, danke für den Vortrag nochmal. Hat Facebook irgendeine Art von Möglichkeit zu erkennen, dass die Daten der Nutzer gesammelt werden von eurem Dienst? Nein, das können sie nicht. Die Erweiterung läuft und ich weiß nicht, wie eine Web-Applikation wie diese Facebook.com Tests machen kann. Wenn sie aktive Tests machen, um Erweiterungen entdecken können, dann sollten wir das entdecken. Bis jetzt haben wir diese Möglichkeit nicht. Wenn jemand ein Web-Erweiterungsexperte ist, dann kann er uns da gerne helfen. Andernfalls auf der Seite sollte es keine Möglichkeit geben, zu verstehen, ob ein Nutzer Daten kopiert hat oder nicht. Eine andere Frage aus dem Internet. Ja, ich denke, dass Facebooks Algorithmus dauerhaft sich verändert. Wie geht euer Projekt damit um? Sind eure Ergebnisse nicht schnell outdated, also veraltet? Okay, aber das ist mir egal. Es geht ja nicht darum, den Algorithmus nachzubauen. Das ist viel zu kompliziert. Die Anzahl Variablen ist viel zu groß. Was wichtig ist, dass diese Variablen existieren, dass es eine Agenda gibt und dass es etwas ist, wo du, dass Facebook nicht für deine Interessen einstehen kann, dass du entscheiden musst, was dich interessiert. Und das Problem, was ich kann nichts dagegen machen, wenn sie sich überlegen, morgen alles zu ändern. Und das kann ich nur testen. Mikrofon 2, bitte. Wie du am Anfang gesagt hast, dass ihr Fake-Accounts erstellt habt für eure Nachforschung, hast du irgendwelche Probleme bekommen, dass diese Accounts vielleicht von Facebook blockiert wurden oder dass du durch verifizieren musstest oder so? Ja, wir haben da viel Erfahrung gemacht, wie man Accounts erstellen kann. Das Ziel war, Nutzer zu haben, ohne Freunde, ohne Profil im Hintergrund, die denselben Seiten folgen. Wenn du neue Accounts benutzt mit null Freunden, dann werden sie das meistens entdeckt und dich auch vielleicht ein bisschen anders behandeln. Am Anfang des Jahres war es okay, nach dieser Veröffentlichung der Publikation war das nicht mehr so. Ich würde mich nicht mehr wohlfühlen, das weiterzumachen. Wir würden jetzt also Freunde haben, die interagieren. Und es tut mir leid, dass wegen der Sache mit dem gesperrten Account ein SIM-Card, viele Nutzer, das ist alles, was wir haben. Und eine andere kurze Frage. Ihr habt die Arten von Posts in Videos, Fotos und Text unterteilt. Habt ihr auch die visuell analysiert? Weil da haben wir ein bisschen Nachforschung gemacht und wir haben herausgefunden, je nachdem, welcher Account diese Posts, also viele Posts von der AfD erstellt wurden, viele von den Posten einfach Text als Foto und es. Aber wenn man sich das dann anguckt, dann sieht man, dass es eigentlich mehr Fotos sind, aber es wird nicht angezeigt, weil es nicht in der URL ist. Das stimmt. Wir verbessern diese Möglichkeit, Metadaten zu extrahieren. Wenn man zum Beispiel ein Foto teilt und da einen großen Text darüber machst, dann sollte das auch mitgezählt werden. Wir fangen also jetzt an, das genauer zu analysieren. Und in dieser Analyse haben wir nur die URL angeguckt, um den Typ zu verstehen. Da drüben, Mikrofon 3, bitte. Hi, danke für diese wichtige Forschung, die du da tust. Ich habe mich gefragt, ob und in welcher Rolle ihr soziale Forscher in dieser Nachforschung seht, auch im Design der Nachforschung und auch in der Interpretierung des Outputs, also des Ergebnisses. Vielen lieben Dank. Die Wissenschaftler, also abgesehen davon, dass ich keiner bin und deswegen nicht verstehe, was sie machen können,
Zum Beispiel hatten wir die Hilfe während unseren Tests, dass jemand die Facebook-Seite ausgewählt hat über dem Spektrum oder jemand weiß, welche Schlüsselwörter bestimmte Sachen ausdrücken. Zum Beispiel in Katalonien, eine Frau in Katalonien hat untersucht, verletzliche Sprache gegenüber Frauen zu beobachten, um zu analysieren, wie diese Sache sich ausdrückt. Das sind also Metadaten, die uns andere Wissenschaftler als Input gegeben haben. Und ihre Forschung beschäftigt sich damit. Andere Sachen sind, wie kann man, wenn man einer Webseite folgt, wie schnell können Ansprachen von Politikern in der Historie, in der Erzählung auftauchen. Wenn sie ihre Anwendungen öffnen, und dann gucken wir nach, ob Wörter auf zufälligen Seiten auftauchen. Was wir eigentlich tun wollen, ist, wir geben dem Wissenschaftler ein Werkzeug, Analyseverfahren, damit sie verstehen können, was da passiert, was da los ist, was in der Nutzerzeitlinie passiert. Oder bei den Leuten, die aktiv in Projekten teilhaben. Wenn du zum Beispiel eine wissenschaftliche Gruppe, Forschungsgruppe bist mit 20, 30 Leuten und du hast eine RL und wenn du etwas erlaubst, dann könnt ihr A, B und C investigativ untersuchen und in den nächsten 2-3 Monaten und dann kannst du das und das finden. Ja, danke. Nummer 4 bitte. Ich bin ein Facebook-Nutzer und ich sehe häufig diese bezahlten Anzeigen und ich habe keine Ahnung, was es damit zu tun hat. Beschäftigt euer Datensatz auch mit diesen bezahlten Werbungen, weil ihr euch mit bestimmten Einträgen fokussiert habt und gibt es da etwas, was für euch herausgestochen ist? Ja, also wir schauen alles an, was öffentlich ist. Wenn Werbung öffentlich ist, mit der ganzen Welt geteilt wird, dann würde das Beweismaterial sein, was wir einsammeln. Aber wenn wir nicht wissen, wer in deiner Zeitlinie Werbung macht, dann bedeutet das, dass du vielleicht für Gruppen profitiert würdest und du weißt nicht warum, aber wir können dir nicht sagen, warum. Das ist nicht unsere Aufgabe. Der Fakt, dass du ausgewählt wurdest, ist etwas, was wir mitnehmen, wenn wir den Post einsammeln. Und wir haben aber, das ist eine Angelegenheit rauszufinden, warum das da aufgetaucht ist. Nach dem November, nachdem wir das veröffentlicht haben, musste der Parser angepasst werden, um die entsprechenden Ursachen für solche Sachen zu finden. Wenn du diesen Anwendungsfall nutzen möchtest, mit uns zu experimentieren, sei eingeladen. Nummer 1 bitte. Ja, soweit ich verstanden habe, habt ihr den Content geparst, also ausgelesen und dann einen bestimmten Tag, also einen bestimmten Label zu den ganzen Posts hinzugefügt wurden, die von einem Add-on gesammelt wurden. Dann denke ich, es ist immer noch eine Seite von Facebook, also es ist ziemlich einfach für Facebook zu tracken, was ihr dafür Tags hinzufügt und zu sehen, welche Nutzer an der Studie teilnehmen, an der Sammlung. Nur wenn sie die Web, wenn die Facebook Web App aktiv rausfinden kann, ob wir das Add-on anhaben. Das können wir auch verifizieren von uns. Das könnte bedeuten, dass Facebook uns bestimmte Daten schickt, um mit uns zu ärgern. Wir machen diese Nachrichten für Transparenz. Wir wollen den Nutzer daran erinnern, dass diese Erweiterung an ist. Das kann natürlich auch ein Problem werden. Wir können das auch nur am Anfang einmal zeigen und sagen, hier, du hast diesen Tracks installiert und es wird nichts im DOM deiner Homepage ändern. Das ist eine Möglichkeit. An dieser Stelle können wir an diesem Flaschenhals nicht uns erlauben, mehr zu machen. Aber wenn du ein Experte in diesem Bereich bist, dann bitte, komm und mach mit. Ich sehe 3 Fragen. Wir haben noch 2 Minuten, also haltet es sehr kurz. Wir fangen mit 2 an. Sehr kurz. Also,
ja, YouTube-Radikalisierung und die Reaktion von YouTube wirkte panisch und sie hatten Schwierigkeiten, das zu lösen und zu verstehen, warum der Algorithmus sowas tut. Habt ihr das Gefühl, dass bei Facebook eine ähnliche Atmosphäre herrscht, also dass sie quasi Kontrolle verloren haben über deren eigenen Algorithmus? Danke. Die haben schon gesagt, ein paar Veröffentlichungen gemacht, dass der Algorithmus so kompliziert ist, wir wissen nicht, wie er funktioniert. Das ist in deinem Netzwerk. Ja, okay, vielleicht kann keiner wissen, wie der Status des neuronalen Netzwerks ist, aber der Fakt, dass sie politischen Einfluss haben, ist vielleicht zu weit weg vom durchschnittlichen Facebook-Benutzer und Wahrnehmen. Du möchtest deinen Algorithmus so einstellen, dass es der Inhalt für dich besser passt, dass du irgendwie mehr Videos machst als Selfies und dann ist diese Eingaben da und dann hast du plötzlich damit einen Einfluss auf den Algorithmus, den du nicht weißt. Also ich kann verstehen, dass sie vielleicht für manche Sachen gar nicht verantwortlich sein wollen, aber sie sind es, denn wenn du deine Logik veränderst und deine Lösungen anders sind, dann kann das akzeptierbar sein, aber auch nicht. Und wenn die Öffentlichkeit darüber diskutiert, dann bist du eben Teil davon. Wenn sie also panisch werden, dann ist die Lösung nicht, geheimer zu werden, um Sachen zu verbessern. Das ist Unsinn. Es ist Unsinn zu sagen, wir wollen den politischen Konflikt verbessern. Sie haben es in den US versucht. Die meisten Entwickler sind im Silicon Valley. Ja, the diversity of the world is not something that can be. Die Vielfältigkeit der Welt kann man nicht nur an einem Ort fassen. Ja, es tut mir leid, nur noch eine Frage, aber wir haben keine Zeit mehr. Also vielleicht könnt ihr euch nach dem Talk mit dem Speaker treffen. Also letzte Frage bitte. Danke. Du hast die ethischen Implikationen in deinem Talk angesprochen. Also denkst du, dass dein Ansatz oder deine Kenntnis, die damit generiert wird, mit schlechten Zielen, also wir versuchen das zu vermeiden. Oh. Wir versuchen das zu vermeiden. Das einzige PII, was wir haben, ist, wir sind die Besitzer dieser Daten und die Ergebnisse der Analysen sollten nicht sich auf einzelne Individuen beziehen, sondern nur auf öffentliche Daten. Ich arbeite nun auch mit Entwicklern, die mit uns zusammenarbeiten, die versuchen, Third-Party-Reviews einzubauen, dass es Assessments gibt. Wir sind zuversichtlich, dass das also noch irgendwie möglich wird, dass jemand das kontrollieren kann, aber wir sollten natürlich so viel wie möglich offen halten für Feedback, auch was Privatsphäre angeht. Und natürlich kommt es auch darauf an, was du meinst mit dem Nutzer. Welchen Nutzer stellst du dir denn vor? Wir versuchen alles vorherzusehen, aber die Unendlichkeit vorherzusehen. Ja, danke vielmals. Gebt ihm einen großen Applaus. Und damit über...